Guten Abend, liebe Freunde der Mineralogischen Staatssammlung. Willkommen zur Eröffnung unserer traditionellen Winter-Sonderausstellung. Diesmal haben wir uns das Thema Turmaline, bunte Kristalle aus aller Welt ausgesucht und integriert in diese Ausstellung sind die kristallinen Zauberwelten von Dr. Paul Rustemeyer mit dem Untertitel Faszinierende Strukturen in dunklen Turmalinen. Aber bevor wir zur Ausstellung kommen, möchte Frau Dr. Melanie Kalivoda noch ein paar Ankündigungen machen. Ja, ich möchte Sie auch alle recht herzlich an diesem feierlichen Abend begrüßen und ich möchte Ihnen ein paar News aus unserem Museum vorstellen. Und zwar haben wir zwei neue Mitarbeiter in unser Team aufgenommen. Einmal Dr. Malte Junge, er ist jetzt Kurator bei uns im Haus. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und bin ganz gespannt schon auf die Ausstellung Turmaline, die sich sehr lohnt anzuschauen. Dann möchte ich Ihnen noch Dr. Felix Henschel vorstellen, unseren neuen Collection Manager im Haus. Ja, danke Melanie für die Vorstellung und ich wünsche euch allen viel Spaß in unserer neuen Turmaline-Ausstellung. Außerdem möchten wir noch erwähnen, dass Mimosa Hagemeister jetzt den Museumsdienst an der Kasse bei uns übernommen hat und wir bedanken uns an dieser Stelle an Viola Mönius, die in den Botanischen Garten gewechselt hat. Last but not least möchten wir hier unser neues Museumsmaskottchen Theresius vorstellen. Theresius kündigt immer wieder neue Sachen im Museum an und Theresius ist auch auf Instagram zu verfolgen und unser Hausvulkan, dem kann man auch e-mailen und zwar unter theresius.museum@gmail.com. Also einfach mal Theresius schreiben und mal sehen, was er antwortet. Ja, wenn Theresius ausbricht, ist das auch sehr gut gegen Coronaviren, weil die Temperaturen nicht aushalten können. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine weitere Neuigkeit in unserem Museum mitteilen. Und zwar haben wir ein neues Partnermuseum. Und die zwei, die in diesem Partnermuseum verantwortlich sind, das sind George und Alvaro. Und die möchten uns auch an diesem Abend recht herzlich begrüßen. Und das Museum findet sich in der Nähe von Lissabon. Und zwar ist das das Centro Ciencia Vivo do Lusa. Und auch hier können Sie sich gerne das Ganze auf der Homepage anschauen. We'll be right back.
hat sich einiges geändert. Wir haben jetzt regelmäßig Vulkanausbrüche hier. Wie man an Theresius erkennen kann, unsere internationalen Beziehungen weiten sich ständig aus, wie Sie gesehen haben. Und aus diesem Grund möchten wir dem Museum einen neuen Namen geben. Damit kommen wir zurück zu unserer Sonderausstellung zum Thema Turmaline. Wie gesagt, haben wir da auch eine Ausstellung in der Ausstellung, nämlich die kristallinen Zauberwelten von Dr. Paul Rüstemeier, faszinierende Strukturen in dunklen Turmalinen. Und um das alles hier zusammenzubauen, zusammenzubekommen, haben wir natürlich sehr viele Leute mitgewirkt und beigetragen. Und an dieser Stelle möchte ich all unseren Helfern hier im Haus recht herzlich meinen Dank aussprechen. Und zwar sind es natürlich einmal die Helfer aus der Mineralogischen Staatssammlung, aus dem Museum Mineralogia München. Und zwar sind es Malte, Felix und Manfred. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei den Damen bei uns im Haus, Alexandra, Carola, Johanna und Mimosa. Zudem soll mein Dank auch oder unser Dank auch den Mitarbeitern der LMU gelten. Und zwar treten die immer ganz tatkräftig hier in Erscheinung, um die Technik bei uns im Museum zu realisieren. Und hier danken wir Max Heberle, Detlef Körner und außerdem danken wir noch ganz herzlich der Maria, die uns geholfen hat, die Turmaline in einer wunderschönen Art und Weise zu arrangieren. Die Studenten aus der Arbeitsgruppe Studi forscht Praxis at LMU waren diesmal auch beteiligt. Sie haben hier ein Praxisprojekt bei uns im Haus gemacht und haben mitgeholfen, die Ausstellung zu konzipieren. Und an dieser Stelle bedanken wir uns bei Kati, Julia, Fabio, Fabi und Niklas. Herzlichen Dank allen Helfern. Was wäre eine Ausstellung ohne Leihgaben? Deswegen möchten wir an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank unseren Leihgebern aussprechen. Und der Dank gilt ganz besonders unserem Kollegen Andreas Masanek und seinem Team aus Freiberg von der TU Bergakademie. Er hat uns 350 Minerale, nämlich Turmaline und Kristall-Turmalinstufen, ausgeliehen aus der Terra Mineralia und dem Krügerhaus. Neben Andreas möchten wir auch noch den Leihgebern, den Mineralienfreunden danken. Und hier sind speziell zu nennen Hans Niedermeyer, Paul Schäfer, Andreas Steinberger, Paul Weghorn und Jürgen Backhaus. Diesen auch unseren herzlichen Dank. Unser weiterer Dank gilt auch einem privaten Leihgeber, nämlich Viktor Hofmann, der uns Turmaline aus Asien zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir schalten jetzt zu unserem Generaldirektor, Professor Dr. Gerhard Hasbrunner, Generaldirektor der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlung Bayerns, der uns ein Grußwort sprechen wird. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich, dass ich bezüglich der virtuellen Ausstellungseröffnung über die Turmaline wenigstens auf diese Art und Weise mit Ihnen auch ein bisschen Kontakt aufnehmen kann. Am Beginn gleich meinen Glückwunsch und meine Gratulation zu all denen, die den Mut gehabt haben, unter den aktuellen Bedingungen eine Sonderausstellung zu konzipieren, durchzuführen und in dieser Form auch für Sie aufzubereiten. Meinen ganz herzlichen Dank dafür. Zur Sache. Turmaline, das sind, wenn Sie ein bisschen nachschlagen im Internet, das ist eine ziemlich komplizierte Strukturformel und je nachdem, welche spezifischen Elemente in diese Strukturformel eingesetzt werden, je nachdem sieht der Turmalin auch ein bisschen anders aus, hat unterschiedliche Farben und so weiter und so fort. Und die Schönheit, die Ästhetik der ganzen Geschichte, das bringt Ihnen ja die Ausstellung auch entsprechend nahe. Das ist im Wesentlichen Kristallographie oder spezielle Form von Festkörperphysik.
aufgenommen, allerdings von uns, von Menschen, in Form von Ästhetik. Wir finden das schön. Und es ist eigentlich gar nicht so einfach zu erklären, warum wir das eigentlich schön finden, weil die entsprechende Sinnhaftigkeit auf der biologischen Ebene bei Turmalinen eigentlich so ad hoc nicht gegeben ist. Allerdings, wenn man im Internet ein bisschen weiterblättert, dann stellt man fest, dass viele Leute davon überzeugt sind, dass Turmaline Heilkräfte haben. Dass sie gegen alle möglichen Unpässlichkeiten des Lebens wirken. Ich gebe gern zu, meine eigene Einstellung dazu ist ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite gibt es bis zum heutigen Tage keinen Hinweis, keine seriöse Studie. Seriös heißt randomisiert, doppelblind und so weiter. Keine seriöse Studie, die das wirklich belegt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings, dass die moderne Placebo-Medizin ohne jeden Zweifel nachgewiesen hat, wenn Menschen an bestimmte Dinge glauben, wirklich glauben, dann wirken sie auch. Und wir sind gerade dabei, zu beginnen zu verstehen, wie unser Gehirn das denn eigentlich bewerkstelligt, dass aus einem Glauben tatsächlich eine Wirkung entsteht. Das ist nun wieder reine Naturwissenschaft. Die dritte Ebene, und die lege ich Ihnen heute besonders ans Herz. Weihnachten steht vor den Toren, knappes Monat noch bis dahin. Wenn, meine Herren, Sie Ihrer Frau, Ihrer Lebensgefährtin, Sie Mineralien schenken, also vor allem hochwertige, also im Härtegrad, idealerweise sind das Brillanten. Rubine, Smaragde, Saphire sind auch noch durchaus okay. Aber wenn Sie das tun, dann garantiere ich Ihnen, dass Sie Freude hervorrufen werden. Insbesondere, wenn Sie diese Mineralien mit so Edelmetallen wie Platin oder Gold oder was ähnliches kombinieren. Das möchte ich Ihnen an dieser Stelle ans Herz legen. In diesem Sinne, es freut mich, dass ich Sie zumindest auf diese Weise so erreichen konnte, wünsche Ihnen, weil wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit vorher nicht mehr sehen, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Es kann nur besser sein als dieses. Vielen herzlichen Dank. Schönen Dank, Herr Kollege Hasbrunner. Statt eines wissenschaftlichen Vortrags, den wir sonst bei einer Eröffnung gehabt hätten, zeigen wir nun einen Film von Dr. Paul Rüstemeier über die kristallinen Zauberwelten. Gerne möchte ich Sie einladen zu einem virtuellen Rundgang durch meine Wanderausstellung Kristalline Zauberwelten – faszinierende Strukturen in dunklen Turmalinen. Turmaline werden selten in Form von bunten Schmucksteinkristallen gefunden. In dieser Ausstellung geht es aber hauptsächlich um Entdeckungen in häufiger vorkommenden, äußerlich schwarzen Turmalinkristallen. Zum Beispiel diesem hier. Schneidet man mit einer Diamantsäge millimeterdicke Scheiben aus einem solchen Kristall, dann sehen diese immer noch pechschwarz aus. Wenn man die Scheibe vorsichtig immer dünner schleift, kommt ein magischer Moment. Farben und Strukturen tauchen aus dem Dunkel auf. Jetzt wird ganz langsam weitergeschliffen, bis die optimale Farbsättigung erreicht ist. Oft ist die Scheibe dann nur noch wenige Tausendstel Millimeter dick. Und im besten Fall erfreut sich das Auge an den satten Farben und hochpräzisen Strukturen. Unter dem Mikroskop erkennt man bei schwacher Vergrößerung oft besonders interessante und ästhetische Details. Mit Hilfe der Mikrofotografie entstehen daraus faszinierende Einblicke in die farbenfrohen und vielseitigen Turmalinwelten. Das sind kleine Kunstwerke, die oft schon vor mehreren hundert Millionen Jahren entstanden sind.
Seit 25 Jahren beschäftige ich mich damit, diese Bilder aus dem Dunkel ans Licht zu holen. Nun wandern wir etwas langsamer durch die Themenbereiche der Ausstellung. In der Eingangsvitrine im Foyer hängen Bilder von je 9 aufeinanderfolgenden Scheiben aus einem Kristall. Solche Scheibenserien sind nicht nur schön anzusehen, sie erlauben auch, ähnlich wie bei einer Röntgenaufnahme, tiefe Einblicke in die Wachstumsgeschichte eines Turmalinkristalls. Darunter sind die Hälften von Turmalinkristallen und je eine zugehörige Scheibe ausgestellt. Dies soll einen ersten Eindruck von der Farben- und Strukturenvielfalt im Inneren dieser Kristalle vermitteln. Immer ist bei der Herstellung von Schliffen mit überraschenden neuen Strukturen zu rechnen, denn von außen sieht man den Kristallen nichts an. Auf der Rückseite der Vitrine kann man nachvollziehen, wie man einen dünnen Schliff herstellt. Diese Tafel am Anfang der Ausstellung habe ich gewählt, um die Vielfalt der Erscheinungen in diesen Turmalinscheibchen darzustellen. Sie sehen die typischen Farben des Eisens, das Gelb, das Blau und die Mischfarbe von beiden ist das Grün. Sie sehen an dieser Tafel, wie abwechslungsreich und attraktiv Turmalinscheiben sein können. Die Muster in den Turmalinen können aber auch als eine Art Bildsprache verstanden werden. Im ungestörten Idealfall wächst ein Turmalin einfarbig und perfekt symmetrisch. Die interessanten und vielseitigen Strukturen der Turmalinscheiben entstehen erst, wenn äußere Ereignisse den heranwachsenden Kristall stark stören. Der Turmalin reagiert dann sehr sensibel mit Farb- und Formveränderungen. So zeigt die Ausstellung in verschiedenen Stationen, wie die wachsenden Turmaline auf die Situationen mit charakteristischen Mustern reagieren. Kommen Sie am Ende der Ausstellung zurück zu dieser Tafel, dann werden Sie in den schönen Bildern auch die eine oder andere Begebenheit aus dem Leben dieser Kristalle wiedererkennen können. In der Vitrine über Turmalinstrukturen wird mit einem Film gezeigt, wie sich die Borosilikatbausteine der Turmaline freiwillig zu einem komplexen Kristallgitter zusammenfinden. Zudem werden wichtige Mineralien der Turmalingruppe vorgestellt.
In der Vitrine über das Turmalinwachstum kann man in einem Film und in Grafiken erfahren, wie Turmaline in großer Tiefe aus Restschmelzen der Granitgesteinsbildung in sogenannten Pegmatitgängen auskristallisieren. Turmaline reagieren auf Veränderungen ihrer Wachstumsumgebung äußerst sensibel mit Farb- und Formveränderungen. Dies lässt sich gut an den Farbzonen in den ausgestellten Scheibenserien nachvollziehen. Wachsen Turmalin und Quarz gleichzeitig, dann bilden die Kristalle Raumnetze, die sich gegenseitig dreidimensional durchdringen. Diese Bildungen nennt man auch grafische Verwachsungen von Quarz und Turmalin. Oberflächlich wachsen oft parallele Turmalinkristalle auf, so wie man es an diesem Stück gut erkennen kann. In dieser Vitrine ist die Vielfalt der Formen der Turmalinkristalle gezeigt. Also ich habe wirklich 20 Jahre lang immer wieder ein kleines Flash-Erlebnis gehabt auf verschiedensten Fundstellen und Mineralienbörsen, und der eine oder andere ist auch ein Geschenk von einem Freund, der für mich mit aufgepasst hat, sodass es zu einer einzigartigen Sammlung von Turmalinformen kommt. Die Kristallform kann man auch als Farbmuster in den flachen Turmalinscheiben erkennen. Denn jede Kristallfläche hat eine eigene Oberflächenstruktur, die beim Wachstum eine individuelle Mischung an färbenden Metallen anzieht. So entsteht aus jeder Flächenart bei der Kristallisation ein farblich abgegrenztes Schichtenpaket. Veränderungen der nährenden Umgebung bewirken im Kristall oft einen Farbwechsel. So entsteht in den Scheiben ein konzentrisches Streifenmuster. In dieser Vitrine geht es um Bruch und Bruchverheilung. Wenn sich in der Tiefe durch aufdringendes granitisches Magma Spalten öffnen, dann ist dies häufig mit heftigen Erdbeben verbunden. Die heranwachsenden Turmaline in der Nachbarschaft können hierbei abbrechen. Bei weiterer Abkühlung scheidet sich die noch vorhandene Turmalinsubstanz auf den Bruchflächen oft als Schar paralleler Tochterkristalle ab. So können die Bruchflächen nach und nach verheilen. Liegen die Bruchstücke fixiert in Ton, dann kommt es zu Verheilungen, die aussehen wie unsauber verheilte Knochenbrüche. An diesem Stück sieht man schön, wie von beiden Bruchflächen aus viele kleine Kristalle aufeinander zuwachsen. Hier war zu wenig Substanz für eine vollständige Verheilung vorhanden. Einzelne Turmalinscherben können ringsrum von einer Vielzahl kleiner Tochterkristalle überwachsen werden. Die Bruchfläche eines Turmalinkristalls enthält sehr viele Keimpunkte für die Substanz, die noch in Lösung ist. Und so kommt es, dass auf so einer Bruchfläche viele, viele kleine Turmalinkristalle als Tochterkristalle orientiert aufwachsen. Und wenn man durch die Schicht hindurch schneidet, dann kriegt man ganz verrückte Turmalinlandschaften, in denen praktisch jedes Dreieck ein kleines Kristallchen ist. Und manchmal sind auch die Umrisse völlig willkürlich organisch, wie in diesem Bild,
und man kriegt richtig kleine Tourmalin-Kunstwerke. Beim Wachstum von Kristallen kann es immer wieder vorkommen, dass sich Fehler ins Kristallgitter einschleichen. Und je größer die Fehler, desto stärker spaltet der ursprüngliche Kristall in Blöcke auf. Und diese Blöcke können auch gegeneinander einen Kippwinkel haben. Und dann kriegt man eine Art von Auffransung des Kristalls. Hier ist so ein fantastisches Beispiel aus Russland, wo aus dem kleinen Urkristall durch Aufspaltung eine schöne Tourmalingarbe entstanden ist. Scheiben von aufgespaltenen Tourmalinen haben prächtige, fein strukturierte Bilder. In dieser Vitrine werden schöne Bildausschnitte von solchen aufgespaltenen Tourmalinen präsentiert. Bei diesem Tourmalin sieht man schon von außen eine Vielzahl paralleler Tochterkristalle. Der Kristall wurde zu einer Serie von Scheiben verarbeitet. In den unteren Scheiben sieht man innen noch die kompakten Bereiche des Mutterkristalls, ringsherum die dünnen Tochterkristalle, die sich als kleine, unregelmäßige Bereiche voneinander abgrenzen. Durch Überblenden der Serie dieser Scheibenbilder kann man quasi durch den Kristall von unten nach oben hindurchfliegen. Beim Wachstum der Tourmalinkristalle gibt es einen kritischen Punkt, wenn beim Abkühlen die Schmelze in eine wässrige Lösung übergeht. In wässrigem Milieu ist Tourmalin leichter löslich. So frisst sich das Wasser entlang von Gitterstörungen in den jungen Kristall hinein und löst ihn auf. Die Form der Kristalle erinnert dann oft an kariöse Zähne. Bei diesem Exemplar besteht der Kristallkopf teilweise noch aus perfekten spiegelnden Flächen. Daneben hat die Lösung tiefe Löcher in die Oberfläche geätzt. Bei diesem Stück erkennt man die ursprüngliche Umrissform an den Feldspatkristallen, mit denen der Kristall überwachsen war. Bei der nachfolgenden Auflösung hat sich der Tourmalin quasi auf seinen harten, fehlerarmen Kern zurückgezogen. Dabei entstand ein sogenannter Lösungskörper mit neuen Kristallflächen. Viele dieser Kristalle muss man aus verschiedenen Blickwinkeln ansehen, bis die Flächen aufblitzen und die Schönheit der Struktur voll zur Geltung kommt. Diese Kristalle hier wurden im Studio perfekt ausgeleuchtet, um die Ätzstrukturen gut sichtbar zu machen.
nach einem natürlichen Auflösungsvorgang in seinem kleinen Wachstumshohlraum ist das Material des Turmalins ja immer noch in Lösung gegangen. Und beim weiteren Abkühlen scheidet sich das wieder auf den noch vorhandenen Kristallen ab. Interessanterweise hat man hier zum Beispiel den Urkristall so gelb-grün gefärbt und das, was hier blau ist, war eigentlich weggefressen, abgelöst, korrodiert. Und dann beim anschließenden Verheilungsprozess gab es wieder viele kleine Kristalle, die hier eine hübsche Struktur bilden. Das gleiche haben Sie hier. Dieses Außenbild kommt Ihnen bekannt vor, dieser typische Dreistern in dem Turmalin drin. An der Stelle war ein Loch hineingeätzt und dieses Loch ist dann wieder vollständig verheilt mit so einem kleinen aparten Muster. Auch hier das gleiche Bild, das war der Ursprungskristall und die Verheilungsstruktur ist meistens erheblich schöner strukturiert und macht dann ganz fantastische Bildchen, manchmal ganz verrückte Landschaften wie von einem anderen Planeten. In dieser Ausstellung geht es auch um das Geheimnis der Delta-Strukturen. Dabei handelt es sich um eine zweite Farbphase, die sich auf Kristallflächen von einem Keimpunkt aus dreieckig ausbreitet. Die Delta-Strukturen sorgen in vielen Scheibchen für ein faszinierendes Aussehen. Mit ihren mal streng geometrischen oder mal wild zerrissenen Formen kreieren Delta-Strukturen besonders ästhetische Turmalinwelten. Zwei Vitrinen sind den Turmalinen aus den deutschen Mittelgebirgen gewidmet. Es war gar nicht leicht, an deutsche Turmaline heranzukommen. Im Mineralienhandel werden nämlich nur Turmaline aus den klassischen Turmalinländern wie Brasilien, Madagaskar, Namibia, Pakistan und so weiter angeboten. Man kann auch nicht einfach losziehen, um schnell selbst welche zu finden. Denn die Fundstellen sind typischerweise aktive Steinbrüche, Straßenbaustellen, frisch gepflückte und dann abgeregnete Felder und dort kommen Turmaline auch nur sporadisch vor. So gelingen gute Funde meist nur den Tüchtigen, die ihr Glück immer wieder versuchen. Mein Glück war, dass die Ausstellung schon in zahlreichen Museen in Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg gezeigt wurde. So kam ich vor Ort mit Mineraliensammlern in Kontakt, die für ihre fantastischen Lokalsammlungen auch die seltenen heimischen Turmaline zusammengetragen hatten. Sie opferten liebenswürdigerweise einige Kristalle für Dünnschliffuntersuchungen. So kam ausreichend Material für die beiden Vitrinen mit heimischen Turmalinen zusammen. Sie sehen an den Bildern, wie schön die Innenwelten bayerischer Turmaline sein können. Gute Turmalinfundstellen gibt es auch im Erzgebirge und im Vogtland in Sachsen. Schon im 18. Jahrhundert fand man beim Bau der Muldentalbahn in der Nähe von Chemnitz einen Pegmatitgang mit bunten Turmalinen.
Der rote Turmalin in der Vitrine unten ist ein seltenes historisches Stück von diesem Fundort. Es gelangte dann glücklicherweise in die Sammlung dieses Museums. Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Freunde der Mineralogischen Staatssammlung, liebe Jugendliche und Kinder, Corona-bedingt ist die Ausstellung hier noch in der Mineralogischen Staatssammlung im November geschlossen. Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.mineralogische-staatssammlung.de.
Dort können Sie sich informieren, wann wir wieder öffnen, wann wir eventuell Führungen anbieten können und ob es im Frühjahr dann auch mit Paul Rustemeyer Workshops zu den Turmalinen geben kann.